Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Finding Teddy 2. Das letzte Mal haben wir den Dungeon, den antiken Palast oder wie er heißt, betreten. Und ich möchte mal meinen, schon einiges geschafft. Und Dungeon Item. Sag bloß, uns fehlt jetzt eine Rune. Das ist doch jetzt nicht wahr, oder? Ich habe echt das Gefühl, es fehlt hier eine Rune. Ich drehe durch. Das ist zu hoch und das ist zu tief. Nochmal. Das ist zu tief und das ist zu hoch. Ich glaub's ja nicht. Wo finde ich diese bescheuerte Rune? Das finde ich jetzt nicht in Ordnung. Hier geht's nur wieder dahin zurück. Ach komm schon! Was ist denn das? Jetzt habe ich mich schon gefreut, dass ich so gut bin. Und dann sowas. Hau das Spiel mir einfach so einen Dämpfer von Latz. Ja, hier finde ich nur raus. Das finde ich jetzt echt nicht in Ordnung. Das bringt ja nichts. Ich schaue mich hier einfach noch mal ein bisschen um. Von der Richtung bringt es ja auch nicht viel, ne? Ach so, es ist doch ärgerlich. Ich glaube, hier war ich. War ich hier? Es kommt mir irgendwie nicht bekannt vor und es sind auch noch Gegner da. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass ich hier hinten eine Rune finde. Bitte! Sonst wäre ich äußerst traurig. Hm.
Der kommt auch nicht wieder, wenn ich zurückgehe, oder? Also sonst hätte ich versucht, mit dem Damage Boost hier raufzukommen. Ach, das ist doch ärgerlich. Aber das gibt mir Hoffnung, dass ich hier trotzdem noch nicht überall war, wo ich schon hin könnte. Aber es hat fast den Eindruck, fast den Anschein. Ach ja, ist das nicht herrlich? Also ich finde das gar nicht mal so gut. Und ich habe mich schon so gefreut, dass ich endlich mal wieder was großartig auf die Reihe bringe und dann war das nix. Ja, hier war auch nur diese Schlaumeierei. Irgendwas übersehe ich doch hier. Mal wieder. Ist ja auch nichts Neues. Aber das macht das Spiel ja eigentlich auch mit aus. Das muss man halt auch mit dazu sagen, ne? Also es ist schon gut, dass hier einem nichts hinterhergeschmissen wird. Finde ich zumindest. Ich könnte mich hier natürlich nochmal in diesen Abgrund stürzen, um zu schauen, ob es da unten nicht vielleicht noch irgendwo weitergeht, aber ganz ehrlich, das bezweifle ich. Genau. Wie vermutet, gibt es hier gar nichts. Ich will doch nur darauf. Keinen geheimen Weg. Auch mit Duckjumps. Ums Verrecken halt nicht, ne? Aha. Ich bin schon wieder fast gewillt. Bevor ich mich hier noch endgültig umbringe, mal wieder auf eigene Faust nachzugucken. Ich gehe jetzt noch einmal dahin zum Dungeon Item und hoffe, dass ich gerade einfach nur irgendwie zu dumm war, die Melodie nachzuspielen. Dass ich das vielleicht doch noch irgendwie hinbekomme. Ich hoffe echt einfach mal auf meine Dummheit. Nein, das stimmt nicht.
Nochmal langsam. Okay. Beim ersten bin ich mir sicher und beim letzten bin ich mir sicher. Mir fehlt diese bescheuerte Rune. Das ist doch nicht wahr. Und diese Rune könnte natürlich wieder überall sein. Aber hier oben war ja auch nüschte. Nichts versteckt. So, jetzt sollte ich aber ein bisschen vorsichtig sein. Deswegen nehme ich den sicheren Weg runter. Nicht, dass ich mir dann irgendwo noch den Hals breche. Vor lauter Frust. Nein, das ist ja kein Frust. Das Spiel macht es ja schon richtig, aber ich könnte mir trotzdem gerade in den Arsch beißen. Das wollte ich gerade eigentlich gar nicht, aber okay. Ich glaube, dann kaufe ich mir mal kurz Heilung. Kostet ja nichts. Wir haben es ja. So, da die 30. Das hatte ich aus der Kaffeekasse. Aber wo könnte diese blöde Rune sein? Ich habe keine Ahnung. Du kannst mir auch nichts sagen, oder? Bum, bum, bum. Wahrscheinlich kann ich das Wort Rune noch nicht mal sagen. Du magst nicht mehr mit mir sprechen. Jetzt mag ich auch nicht mehr mit dir sprechen. Ah, was ist denn das? Ja, und es war ganz gut, dass ich mir die Heilung gekauft habe. Ich schaue jetzt hier einmal nochmal durch den Sumpf ein bisschen durch. Das hier unten schaut mir aber auch äußerst verdächtig aus. Okay. Sprich nochmal mit mir. Na, wenigstens irgendein Erfolg.
Du magst mir aber auch nicht sagen, wo hier, ach, da ist so eine halbdurchlässige Wand. Genauso wie hier. Du magst mir aber auch nicht zufällig sagen, ach, wo ich hier diese letzte, oder die, naja, es fehlen ja noch drei Runen, aber die eine, alles entscheidende Rune, die mich zum Dungeon-Item führt. Wo sich die aufhält. Heilung ist immer gut. Aber hier drüben war ja nur das Instrument. Ach, die Planlosigkeit lässt mich halt einfach auch nicht im Stich. Wahrscheinlich bin ich schon 1000 Mal mindestens dran vorbeigerannt. Und war mal wieder zu blöd, es zu sehen. Wäre ja auch nicht das erste Mal. Nee, hier ist es ziemlich sicher nicht. Wow. Es war schon gar nicht mal so gut. Das war interessant. Im Sinne von, das war interessant. Anscheinend macht das Fallen auch einen kleinen Damage Boost, ohne Schaden zu nehmen. Das ist... Es ist ja auch allseits bekannt, dass wenn man aus großer Höhe, aus mittlerer Höhe, wenn man auf Stacheln fällt, dass das deutlich unproblematischer ist, als wenn man direkt auf Stacheln draufsteigt. Das könnte man bestimmt in einem Speedrun oder sowas, könnte man das bestimmt ausnutzen. Was war eigentlich hier ganz rechts? Was war eigentlich hier ganz rechts? Abgesehen von meinem Tod. Hey, 500 Murmels haben. Ach ja. Ich erinnere mich. Nein. So, aber ich glaube, hier passiert jetzt gerade eh nichts mehr Interessantes. Ich mach, also, die Folge ist jetzt ein bisschen, minimal kürzer, aber hier war nur der Rückweg. Was zur Hölle war da rechts? Ne, ich glaube, das führt gerade echt zu nichts mehr. Und ja, wenn ihr irgendeine Idee haben solltet, wo die Rune ist, dann könnt ihr das mir gerne mitteilen, weil ich bin gerade offensichtlich nicht in der Lage, das Ding zu finden. Ich mache jetzt halt eh eine kleine Aufnahmepause, also einen Aufnahmestopp, und werde dann mal wieder im Vorfeld, vor der nächsten Aufnahme, mich einfach mal ein bisschen umgucken und schauen, ob ich nicht irgendwie vielleicht nochmal an diese, ob ich nicht die Position von dieser blöden Rune rausfinde. Und
Wahrscheinlich ist es so wie bei den letzten Malen, dass ich jetzt einfach sage, hey, ich schau mal, ob ich das Ding nicht spontan irgendwo finde. Und dann dauert es keine 5 Minuten und ich habe das Ding gefunden. Würde mich ehrlich gesagt auch nicht wundern. Aber ich laber schon wieder. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen, auch wenn das mal wieder eine Folge war, in der ich äußerst planlos durch die Gegend gerannt bin und so ungefähr nichts auf die Reihe gebracht habe. Und würde mich trotzdem freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet und sag einfach bis dahin und ciao!